Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir befinden uns immer noch an der Tschivili-Küste und das hier war das alte Kullen. Nun ja, es ist ein wenig zerstört wegen den Tuatha. Und der Trupp, der es aufbauen wollte, hatte auch keinen Erfolg gehabt. Und nun müssen wir Anela suchen. Reizharfs Führung, was? Reizharf im Labor, heimischer als auf dem Schlachtfeld, fand das Zepter nützlich für das Erhitzen von Alembiken, oft mit dramatischen Folgen. Aha, na gut. Wer ist das? Ein Wolf. Da ist noch einer. Wie schön er die Wölfe schmeißt. Aua. Der ist nicht so schön geflogen. Na gut, man kann nicht alles haben. Das sind die Soldaten von dem Typen, der dann einfach tot umgefallen ist. Leeren wir ihre Taschen. Leeren wir deine Schädeldecke aus. Gut, das war Kollateralschaden. Das auch. Die standen mir im Angriff drinne. Da kann ich überhaupt nichts für. Gut, den haben wir Hammer. Mhm. Warte mal, hier noch so schönes. Noch ein Baumstamm. Trollhautstiefel, ganz toll. Ich freue mich tierisch. Tyrdons Angriff. Natürlich. Wieder Assassinen. Jetzt nicht mehr. Armband. Armband. Ein Toter. Sieht nicht so gesund aus, wie der da hängt. Aber na gut. Wir sind es ja nicht, der da hängt, also kann uns das auch eigentlich ein wenig egal sein, wenn wir unser Mitgefühl nicht spielen lassen wollen. Meisters Ring. Haben wir erst verkauft, hat er da hingeschmissen, weil der Ring doof war. Kann ich verstehen. Deswegen habe ich ihn ja verkauft. Gut, der letzte Deserteur wartet schon auf uns. Warum hat er auch den Sumpfstiller? Hätte er den Sumpfsteller nicht, könnte er überleben. Aber es tut mir fast schon ein bisschen leid für den Kollegen. Aber auch wirklich nur fast. Ich probier's mal wieder. Wenn's dann wieder anfängt zu hakeln, dann können wir sie wieder ausmachen. Upsi. Gut, das war dann das. Und dem bringen wir das auch gleich zurück. Ich glaube, wir sind jetzt im Mondlager. Ja, das wollte ich noch gar nicht, aber na gut. Das Zeug können wir schon mal mitnehmen. Ja, ich will hier raus. Danke sehr. Ich will nämlich eigentlich zu Medrigal Fen. Na, was ist das denn? Der gesamte Sumpfstiller? Ich wusste, ich kann euch trauen. Dann nehme ich das mal an mich. Und hier ist euer Gold. Vielen Dank und lebt wohl. Und wir gehen jetzt nach Virki. Und versuchen, Anela zu finden. Die Quest hat es auch gleich ausgewählt, das ist sehr gut. Nein. Wir müssen dann auch bald mal einen Schicksalsweber aufsuchen. Langschwert des Lichts. Aha. Jetzt geht's langsam los mit den Prismär-Sachen. Schon unser zweites Schwert.
Da ist noch ein Item und da ist Anela anscheinend. Und sie scheint doch zu leben. Meisterhaft aufgeladene Nieten. Das ist sehr schön. Tuata! Tuata besiegen. Du wirst geopfert werden, Sterbliche. Ich glaube ja eher weniger. Ich danke euch für die Hilfe, doch meine Arbeit hier ist nicht getan. Wenn ihr nicht noch tiefer nach Wirki hineingeht, verabschiede ich mich. Euer Vater schickt mich. Ich gehe nicht zurück, bis die Arbeit getan ist. Ihr müsst einfach helfen. Sie kommen durch die Wassertore tief unter uns. Sie müssen sie gefunden haben. So kamen sie rein. Und woher wisst ihr das? Jedes Mal, wenn wir vorbeigehen, sehen wir die Tuata herauskriechen. Was die Tore angeht, ich erinnere mich aus meiner Kindheit an sie, bevor die Tuata kam. Okay, ich komme mit euch. Unerwartet doch, ich danke euch. Mit euch können wir vielleicht Erfolg haben. Gehen wir. So, aber zuerst erzählt ihr mir was von euch. Was hat mein Vater über mich erzählt? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Obschon ich dennoch dankbar für eure Hilfe bin. Und euer Dad? Ich hätte Nachricht senden sollen, doch ich wollte ihm gute Kunde aus Kullen schicken. Ihm sagen, dass die Lage sich verbessert hat. Das hat sie aber nie. Und es ist meine Schuld, dass die Flüchtlinge verloren sind. Was wird jetzt aus Kullen? Nach 10 Jahren dachten wir könnten es wieder aufbauen. Ich habe sie hergeführt. Und hier sind sie gestorben. Die Idee kam von mir. Also trage ich auch die Schuld. Und was wurde aus den übrigen Sammlern? Alle, die uns verteidigen konnten, waren aufgebrochen, um Nahrung zu suchen. Die übrigen blieben hier und halfen bei den Ruinen. Die Tuata haben uns einen nach dem anderen getötet. Die Tuata. Wir waren auf der Suche nach Nahrung. Als wir zurückkehrten, hatten Tuata das Dorf angegriffen. All die Menschen von diesen Monstern getötet. Wir haben die erste Gruppe vertrieben, doch es kamen immer mehr. Die Überlebenden wurden zerstreut. Ich bin aufgebrochen, um herauszufinden, woher die Tuata kamen. Und was macht ihr eigentlich in Wirki? Fast alles hier ist im Krieg gefallen. Doch die unteren Ebenen scheinen fast unbeschädigt zu sein. Zu unserem Glück. Und wo sind die Tore genau? Ganz unten, gewiss. Sie wurden dazu verwendet, Boote hineinzulassen. Wir werden unterwegs sicher noch mehr Tuata finden. Na dann. Gehen wir? Aufi. Gleich nachdem ich hier mal reingeschaut habe. Meisterhaft gefräßiges Heft und ritterliche Beinpanzer. Hier noch warten auf uns. Ja, wirklich. Freut mich. Hier noch wartet schon auf uns. Gut. Da sieht aus wie Sackgasse, dann gehen wir da zuerst hin. Kommt die hinter uns her? Ja, sehr gut. Ah, der hat noch tolle Sachen. Ah ne, die bleibt da stehen. Na gut, damit kann ich auch leben. Ich will nur nicht, dass sie alleine vorläuft. Das könnte nämlich sonst ein wenig tödlich für sie enden. Und das wollen wir ja nicht. Also zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das so gerne hättet. Natürlich. Ah, oh, toll. Alles für Alchemie-Reagenzien. Ah, Vergorta. Vergorta entstehen ja irgendwie durch Magie, ne? Was, mehr Dolche? Schick. Welche Magie hat denn die Vergorta auferstehen lassen, bitte? Das ist ein wenig rätselhaft, aber na gut. Oh, nochmal. Warum auch? Warum mache ich mir überhaupt Hoffnung? Relikt. Müsste unser viertes sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich frage mich, wie viel es davon gibt. Naja, werden wir schon sehen.
Je nachdem, wie viel wir noch ihr finden. Ihr kämpft recht ordentlich. Ja, das ist richtig. Ich habe auch lange dafür geübt. Na du? Der Tod ist ein Teil des Kreislaufs. Deswegen seid ihr jetzt auch gestorben. Ah, ganz tolle Sachen. Habt ihr nicht zufällig irgendwas aus Prismär für uns? Nö. Gut, du vielleicht? Nö. Dann halt nicht. Noch mehr von ihnen! Heute begegnest du deinem Tod. Nährt den Dreckstaubling! Lass mich! Da. Ach, Magier, natürlich. Lass Anela in Ruhe. Aber lieber den Bogen. Ah, Dolche. Gold. Und noch zwei Kollegen. Sterbt! Lass uns das Schicksal herausfordern, Tuata Deon! Ja, Tuata Deon, schön. Na du? Na gut. Eure Geschichte endet hier. Hat viel genutzt. Der Torhebel, da! Ja, wartet doch mal. Mach mal langsam. Wir wollen doch erstmal den Typen da runterrollen. So, Nummer 1. Und Nummer 2 folgt zugleich, nachdem wir hier die Truhe uns angeschaut haben. Natürlich nichts aus Prismär für uns. Schade. Ah, wo kommt ihr denn her? Du wirst geopfert werden, Sterbliche! Nun werdet ihr verenden, Sterblicher! Und tschüss. Wo sind die hin? Da ist der Hebel für das hier Tor. Hier sind die hin. Zieht ihn. Du wirst schmerzen. Du wirst schmerzen? Ja, ich schmerze. Ich schmerze euch. Und der letzte Hebel wartet schon. Der Torhebel! Da! Ja, brüllt doch nicht so. Ich schleich mich gerade an. So, nichts zu danken. Hier können Sie nicht mehr hinein. Gehen wir. Haben wir die Tuata wirklich gestoppt? Es ist vollbracht. Kehrt mit mir zurück. Mein Vater wird sich gewiss bedanken wollen. Alles klar. Gehen wir? Natürlich. Nach Tierins Rast reisen. Na, das mache ich doch gerne. Und hinaus. Mhm. Schau sich das einer an. Mensch. Tierins Rast wartet schon. So, besorgter Vater. Kein Grund mehr, um traurig zu sein. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Und für Anela. Kein Dank würde je ausreichen. Doch bitte nehmt diese bescheidene Belohnung. Und, was wird jetzt aus Kullen? Auch ich träume davon, Kullen wieder aufzubauen. Doch ich fürchte, das wird erst viele Jahre nach dem Ende dieses Krieges möglich sein. Seid ihr wieder glücklich? Nur ein alter Kaufmann, der Leid erlitten, aber auch Glück erlebt hat. Ich habe ein Heim hier in Tirins Rast und meine Tochter an meiner Seite. Anela. Kein Vogel, der in einen Käfig gesperrt werden kann, fürchte ich. Ich hoffe, ihre Zeit an der Tyvilli-Küste hat sie die Realität dieser Welt erkennen lassen. Lebt denn wohl.
Video noch einmal hier schauen. Zerlegen. Warte mal hier. Ah, den kriegt man sogar. Den nicht. Naja, auch nicht so schlimm. Meisterhaft aufgeladenes Heft. Gefrorenes Großschwert. Ah, sehr schön. Alles Mögliche wieder zusammengeknüppelt. Dann kann er auch noch den Rest kriegen. Was kann ich für euch tun? Ihr könnt mir den Rest abnehmen. Dieses Arztmedaillon, was bringt das? Damit rüste ich mich, glaube ich, sogar aus. Ja, den könnt ihr haben. Einen schönen... Das Arztmedaillon ist gut. Einen Tag noch. Was kann ich für euch tun? Ihr könntet mir etwas von Aneda erzählen. Sie wird eine gute Händlerin abgeben, sobald dieses Fernweh aus ihrem Blut gewichen ist. Aber das ist in der Jugend wohl nicht unüblich, oder? Und etwas über ihren Vater. Es ist gut, dass sich Artiof wieder mit ganzem Herzen und klarem Verstand ins Geschäft stürzt. Und natürlich auch, dass Anela wieder zu Hause ist. So lebt denn wohl. Kommt mal wieder vorbei. Natürlich. Mal schauen. Gut, was können wir jetzt noch machen? Unsere Quests sagen, dass wir entweder das machen, oder das machen, oder das machen, oder nach Rathia gehen. Und selbst wenn ich das eigentlich nicht möchte, noch nicht, verschlägt es uns erst einmal nach Urultusk. Hallöchen, Tilera. Du hörst ein seltsames Geräusch und spürst, wie sich ein Kribbeln durch deinen gesamten Körper zieht. Hier ist Magie am Werk. Ihr habt es geschafft. Die alten Erden. Was? Was soll das? Terenia? Ihr habt nicht die geringste Ahnung, was ihr angerichtet habt, richtig? Sterbliche, immer wollen sie etwas stehlen. Wegen euch ist die Barriere durchbrochen und die Magie wird schwächer. Wenn wir nicht rasch handeln, ist die Wiege des Sommers verloren. Ich wollte gerade nach Urultusk, aber wer seid ihr denn? Ich bin eine Wächterin der Wiege, damit beauftragt, diesen wunderbaren Ort, unser großes Vermächtnis zu beschützen. Die wenigsten Sterblichen wissen, wie bedeutsam die Wiege des Sommers für alles Leben ist. Ich würde mich selbst opfern, falls nötig, um zu gewährleisten, dass die Magie hier in Sicherheit ist. Ihr habt diese Mission gefährdet. Aha, und erzählt mir über die Wiege. Aus dieser Erde sollen sich die Sommerfeien erhoben haben. Vollständig erblühte, ewige Blumen, die nie verwelken. Viele Zyklen hat unsere Art gekämpft, um die Wiege des Sommers und ihre Bedeutung im großen Kreislauf zu beschützen. Und was habe ich mit der Abnahme der Magie zu tun? Sie ist am deutlichsten dort bemerkbar, wo die Macht von Ishara in unsere Welt sprudelt. Nämlich bei unseren heiligen Quellen, dem Brunnen in den Gärten von Ysa, der Wiege des Sommers und Kaer Elata. Der Fluss ist schwächer geworden und hat den großen Kreislauf verlangsamt. Ich muss nicht einmal die Brunnen sehen, um zu wissen, dass alles verloren ist. Ich spüre es in meinem Sein, ganz tief, wo die Zyklen sterben. Und was ist genau passiert? Die Wiege des Sommers ist ein gesegneter Ort und wir müssen sie vor jenen schützen, die sich ihre Macht aneignen wollen. Meine Barriere hat viele Zyklen lang ihren Zweck erfüllt, aber die Magie an sich ist allerorten schwächer geworden. Eure Störung der Wissenssteine hat die Barriere zerstört. Ihr seid schuld. Wusste ich ja nicht. Und warum muss ich das tun? Alle Macht dieser Welt entspringt der Wildnis von Ishara und es gibt Orte, an denen sie uns direkt berührt. Unsere Macht rührt aus dieser einzelnen Quelle. Sie schwebt in der Luft um uns herum und sinkt zur Oberfläche herab. Wir beschützen die Wege mit einer magischen Barriere.
Aber da ihr die Wissenssteine befleckt habt, muss ich nun meine eigene Macht opfern, um das Verlorene zu ersetzen. Ich helfe euch. Dann kommt. Ich werde die Barriere am Brunnen wieder aufbauen, aber ihr müsst mich beschützen. Die wilden Feen werden bald hier sein. Das ist die Gelegenheit, auf die sie gewartet haben. Lebt wohl. Okay, und hier kommen sie schon. Simple Elfen. Geht weg, ihr simplen Feuerelfen. Lasst das. Was kommt jetzt? Drei Trolle. Prismär. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. So, das war Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Einmal 75. Und für drei Trolle ist das schon mal was. Vorgard. Aua. Und was noch? Leonasche. Aua. Geht denn weg? Ihr ekelhaftes Gewürm. War's das? Hallo, Terenia. Ich bin so schwach. Aber es ist vollbracht und die Wiege ist wieder sicher. Ihr habt das Richtige getan und ich übergebe euch mit Freuden diesen Talisman als Zeichen meines Dankes. Vielleicht haben die Ersten doch die Wahrheit gesagt, dass die Quellen versiegen werden, dass alles doch endlich ist. Zumindest fühle ich mich gerade, als sei mir alles Leben entzogen worden. Ein seltsames Gefühl, dieser Tod. Vielleicht ist die Sterblichkeit doch gar nicht so schlecht. Wow, primitiver Goldtalisman. Vielen Dank, Mensch. Hui. Quest gemeistert, Schleusentore. Mhm. Gut, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das auch. Mhm. Sonst noch was? Da liegt noch was. Und noch ein Troll. Wegretzstiefel. Ja, sieht aus, als wäre es der gesamte Loot gewesen. Urultusk, dürfen wir denn jetzt mit Tilera sprechen, ohne dass wir gleich weggebeamt werden? Ist sie schon drinne? Oh, ich wollte mich mit dir unterhalten, Mensch. Auch wenn der Weg hier echt cool ist. Da, Tilera. Seid vorsichtig. Ich habe schon so viele Verbündete sterben sehen, um noch eine weitere zu verlieren. Wohin gehen wir? Das gleißende Licht müsste sich im tiefsten Gewölbe dieser Ruinen befinden. Aber seid vorsichtig. Die Niskaro werden alles tun, um uns von diesem Speer fernzuhalten. Ich bin immer vorsichtig. Das gleißende Licht wartet. Das will ich auch hoffen. Oh. Nein, ich mach die Quest doch noch nicht. Haha. Weil ich gerade meine Schicksalsenergie aufgebraucht habe. Haben wir einen Schicksalstrank? Nee, und wenn, sicher nicht dabei. Konsumgut. Es gibt Tränke, die die Schicksalsenergie auffüllen, die haben wir aber nicht. Sorry. Ohne Schicksalsenergie gehe ich da nicht rein. Denn da ist ein saftiger Kampf am Ende. Tut mir leid, Freunde, dann gehen wir lieber erstmal ins Mondlager.
Können hier noch ein bisschen ausräubern. Nö. Gehen wir mal hier hin. Hier ist der Dietrich. Hier sieht er gut aus. Ja, spitzenmäßig, sage ich doch. Mensch, ist noch was. Da kommen wir nicht rum. Gut, gehen wir andersrum. Wollt ihr etwas kaufen? Fass mal rum. Ehrenkalse. Nö. Nein. Da schon eher. Hallo, Irene. Seid ihr an einem Handel interessiert? Ich habe einiges zu verkaufen. Und falls ihr etwas unter der Hand loswerden möchtet, kaufe ich es auch an. Na, dann wollen wir doch gleich mal schauen. Wir können zum Beispiel den hier haben und den Ring des Schutzes. Und was habt ihr so Tolles für uns? Gemme braucht man nicht. Das braucht man nicht. Sichtserum. Da kaufe ich es mir halt. Nur um zu wissen, was es ist. So, erzählt mir von Irion. Irion ist kein übler Barde und ein raffinierter Dieb, aber er ist alles andere als ein Anführer. Vor allem jetzt, wo Maire fort ist. Und wer ist Maire? Maire? Sie ist eine der talentiertesten Diebinnen, die wir haben. Ich kann nicht behaupten, dass uns ihre Fähigkeiten nicht fehlen würden. Und das ist das Mondlager. Wir im Mondlager sind im Grunde genommen Künstler. Barden, Gaukler, Akrobaten, Tänzer. Und wir treten zum Ruhme des Hierophanten auf. Solange dieser Krieg andauert, ist es eine der wenigen Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Es ist schwierig, einem anderen Gewerbe nachzugehen, solange wir den Atem der Soldaten in Dolf Arne im Nacken spüren. Rat hier. Dort ist immer was los. Mit der Stadt, die über uns aufragt, ist es schwer, nicht das Gefühl zu haben, unter Beobachtung zu stehen. Und genau deshalb muss man auch darauf achten, wie man auftritt. Und jetzt sagt mir bitte noch etwas über die Reisenden. Im Allgemeinen sind die Reisenden als Diebe bekannt. Aber das ist nicht das einzige Leben, das wir führen. Wir sind außerdem auch Händler, Barden und Gaukler. Na dann, lebt wohl. Seht mal wieder vorbei. Ja, ich denke mal, das lässt sich einbringen. Und ihr solltet auch lieber vorbeisehen. Und wir haben, glaube ich, eine Krankheit. Die müssten wir mal wegmachen lassen. Bis zur nächsten Folge, Freunde. Tschüss.